So Leute, wir sind immer noch hier und diese Aufgabe ist scheiße. Aber zuerst holen wir uns eine Wabe. Mann, red doch nicht. Rühre bitte, der famose Tip-Top-Core wird nun mein neuestes Werk zum Besten geben. Wow. Echt kurz, oder? Abwarten, spielt das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Okay, aber zuerst holen wir uns das Ding. So. Wie war das? Voll daneben. Der hier. Dann der hier. Und dann der hier. Das war mal einfach, aber es kommt schon noch schwer. Nicht schlecht. Versucht euch an der zweiten Lektion. So. Gelb. Lila. Blau. Rosa, lila, gelb, blau, was? Was der blaue oder wie? Versucht es nochmal, oder bin ich? Warte, neue Unterweise. Diesmal solltet ihr euch aber konzentrieren. Gelb, ach so, zuerst lila, okay. Gelb, lila, blau, rosa, lila. Okay. Also. Gelb. Lila. Blau. Rosa. Lila. So, jetzt stimmt's. Ihr seid Musikgenies. Es folgt die letzte Lektion. Die ist total schwierig. Und ich stehe einfach mal auf dem Kopf. Gelb, hellblau, rosa, lila, hellblau, blau, gelb. Oh mein Gott. Gelb, hellblau, rosa, lila. Gelb. Nee. Wie war's dann noch? Zeig nochmal, komm. Ich wusste, dass euch dieses Stück Probleme bereiten würde. So, mal schauen. Gelb, blau, rosa, lila, dann hellblau, dunkelblau, gelb. Okay, jetzt hab ich's. Gelb, hellblau, rosa. Lila, hellblau, dunkelblau und gelb. Und der rote hat gar nichts gemacht. Wunderbar, eine wahre Meisterleistung. Nehmt dieses einzigartige Schmuckstück. Puh, das ist eine der zwei schwierigsten Puzzleteile dieses Levels. Es gibt noch ein zweites, was ich persönlich fast schwieriger finde. Aber beim anderen ist es wenigstens so, dass man besser abhauen kann. Ich gehe mal schnell meine Energie auftanken. Ui. So. Nein, aber genau da rein muss es gehen. Egal. Da behalte ich lieber zwei. Okay, diesen Abschnitt sollte ich jetzt eigentlich haben. Und wieso hat er nicht die Flüge gemacht? Egal. Da war ich auch schon, oder? Ja, das ist der Start. Da war ich schon. Da muss ich nochmal alles verwandeln. Mit der Verwandlung hin. Also können wir jetzt eigentlich uns verwandeln gehen. So, zuerst haben wir die Noten eingesammelt. Und dem Typen da drüben ins Maul gespuckt. So, das ist da bei der Schildkröte von vorhin. Das heißt, wir müssen nochmal zurück machen, bevor wir uns verwandeln. Sonst geht's länger.
darüber. So. Mal schauen, da ist ein Jinjo. Ja. So. Und die Noten, da können wir uns leider als Banjo, so wie er normalerweise ist, nicht holen. Okay. Jetzt gehe ich zuerst wieder zurück, damit ich da dem Typi ins Maul spügen kann. Und dann gehe ich mich... Muss ich hier noch ein Puzzle holen, dann gehe ich mich verwandeln. So. Da rüber. So. Und so. Wow, jetzt wäre ich fast runter. Und das Puzzle. Dun, 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 dun. 7 haben wir schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in diesem Part das schaffe. Weil, wie gesagt, ein Puzzle holen wir uns, wenn wir verwandelt sind. Und das ist ziemlich schwer, finde ich persönlich. Deshalb keine Ahnung, je nachdem wie schnell ich das schaffe, können wir auch schneller das Level beenden. Aber es könnte sein, dass es im nächsten Part noch einen Teil in Anspruch nimmt. So, und hier müssen wir uns stressen, weil sonst reichen die Stiefel nicht ganz, was zwar eigentlich nicht so schlimm ist, aber trotzdem. Und solche Fehler, wie mir jetzt gerade passiert, einer passiert ist, sollte normalerweise hier nicht passieren. Aber es hat trotzdem noch gereicht. So. Aber gleich weiter. Gut. Die Noten, da hole ich mir noch nicht. So, jetzt muss ich kurz schauen. Da muss ich nachher rüber und das glaube ich innerhalb von 10 Sekunden. Stimmt das? Der Weg ist einfach zu dünn. Ja, 10 Sekunden. Oh mein Gott! Wow, gut. So, noch 2 Puzzleteile. Eins. Bekommen wir durch die Jinjos, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo der letzte ist. Und das letzte ist dann mit dem Club, mit der Verwandlung, ich sag noch nichts. Okay, ihr wisst wahrscheinlich sowieso schon. Und schon sind wir hier. Ist der letzte Jinjo vielleicht hier? Ne, der letzte Jinjo ist ja da, wo wir verwandelt hin müssen. Stimmt ja. Das heißt, wir haben eigentlich alles. Also ich weiß, wo der Rest ist. So, hier hinten hat es, glaube ich, noch einen Mumbo. Ja. So, und dann gehen wir doch mal in Mumbos Haus. Wie viel brauchen wir? 10. Wir haben 22. So, und wir sind ein Krokodil. Yay. Ja klar, als ob du uns schaffen willst, uns in der Handtasche zu verwandeln. So. Jetzt soll sie eigentlich irgendwo. Hier. Hat es einen Schlitz, wo wir durch können. So, und das Krokodil kann erstmal nicht zu nicht weit runterfahren, so viel ich weiß. Es wird im Sumpf nicht angegriffen und es ist einfach kleiner. So, das Level ist schon so gut wie abgeschlossen. Und jetzt mache ich so, bevor ich das letzte Puzzleteil hole, gehe ich zuerst den Jinjo und die letzten Noten einsammeln, weil wenn ich da bei dem letzten Puzzleteil fehle,
muss ich nachher nicht alles wieder einsammeln gehen. Außerdem brauche ich noch eine Honigwabe. Und die ist, glaube ich, auch... Ne, habe ich die schon geholt? Oder habe ich die verkackt? Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Fällt mir jetzt ein. So, der Start ist da. Und rechts vom Start war das, glaube ich. Da, ja. Mir fällt ein, die Honigwabe war auch hier irgendwo. Wo war die noch? Ist die einfach hier irgendwo drunter oder habe ich es verkackt und musste da irgendwo rauf und dann ein Salto machen? Naja, ich werde es sehen. So, und das sollte jetzt ein Puzzle geben. Und zwei Mumbo-Schädel. Federn. Okay. War, glaube ich, alles. So, Leute, aber wo war denn jetzt die letzte Wabe? Die war doch hier, oder? Wo war die? Mal schauen. Da sehe ich es nirgends. Komisch. Hä? Ach nee, das ist aber auch nicht. Wo war das noch? Wo war das? Ah, genau, ich weiß wo. Und wo laufe ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Ich glaube, das war dieses Level, wo sie sich in Mumbos Haus da versteckt hält. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist das verdammte Scheiß-Krokodil? Das ist der Start. Dann kommt man hier hin. Dann ist man in der Mitte. Von hier sollte man sehen. Das ist die Schildkröte, das muss es... Da sein? Stimmt das? Ja, gut. Ja, Leute, so wie es aussieht, wird der nächste Part auch noch ein bisschen mit diesem Level zu tun haben. Weil ich jetzt ein bisschen eine Gedächtnislücke hatte. Aber jetzt weiß ich es wieder. Nämlich, wie gesagt, in Mumbos Haus versteckt sich, glaube ich, das Ding. Das gehe ich mir jetzt auch schnell holen. Und dann geht's auf zum letzten Puzzleteil. Vielleicht mache ich auch einfach den Part ein bisschen länger. Mal gucken. So, wieder zurück verwandeln. Ja, Mumbo, mach hinne. So, und wie man jetzt sieht, dieses Ding hier brennt nicht. Dann war das wirklich hier. Und wir können hier oben raufgehen. Wenn ich es denn schaffe. Und da ist sie. Yay. Nein! Hey, komm schon. Hey! Banjo! So. Jetzt gehe ich mal hier im Kreis. So, jetzt habe ich sie. Gut. Also Leute, ich mach's so, ich zieh den Part einfach ein bisschen in die Länge, dann habe ich das Level gerade schön abgeschlossen. Okay. Da ist der Eingang. Oder besser gesagt, der Ausgang. So, dadurch und runter. Habe ich schon alle Noten? Ne, 6 fehlen noch. Die waren da hinten. Oder die habe ich noch nicht geholt. Oder habe ich die jetzt schon? Die habe ich wohl schon.
Ja, spätestens jetzt hätten sie, erscheinen müssen. Dann sind die wahrscheinlich noch in dem Kroker. Keine Ahnung, wo die sonst sein könnten. Ich gehe einfach mal ins Krog und zwar durch das Nasenloch. Ja, hier hat's noch. Und da beim anderen Nasenloch wahrscheinlich noch. Genau. Yay, alle Noten. So, jetzt habe ich nichts mehr zu befürchten, weil ich nichts mehr zu verlieren habe. Hallo, ich bin Mr. Wild, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiel mein Spiel und gewinne einen Preis. Drücke A, um zu spielen, oder B, wenn du die Hosen voll hast. Das Spiel ist einfach. Futtere mehr rote Jumps, nicht. Also mehr rote. So, und eigentlich muss ich einfach immer die Dinger von seiner Nase wegschnappen. Dann hat er gar keine Chance. Nein, komm jetzt. Okay, das kann er gleich. Oh doch, es hat ja noch 30 Sekunden. Shit! Komm schon. Ich hasse dieses Spiel, vor allem nachher wird es noch schlimmer. Und der Part wird wohl um die 20 Minuten lang. Ja, das kann ich nicht mehr schaffen. Yay! Puh. Du hast gewonnen, jetzt legen wir einen Zahn zu. Futter die roten Jumblies und meide die gelben. Okay. Dann hol ich mir halt den. Wie viele seltsame Viecher durch dieses Spiel draufgehen müssen. Den hol ich mir. Den kann ich haben. Ah, okay. Dann hol ich mir. Nein! Komm jetzt. Er ist schon knapp hinter mir. Fuck, er hat mehr. Wo sind Rote? Wo sind Rote? Rote? Nein, er hat nochmal. Ja. Oh, 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 oh. Nein. Ja. Nein, ich glaube, so habe ich verloren. Nein. Das hasse ich eben. Wenn man Gleichstand hat, hat man trotzdem verloren. So, Leute, ich beende den Part trotzdem doch, weil, ja, das geht sonst viel zu lange. Im nächsten Part besiegen wir dann diesen Typi da. Wir sehen uns dann.